Also wir haben ja meinen Vater in Karlsbad getroffen. Das war so inoffiziell so ein Treffpunkt zwischen Familien, die oder zwischen Freunden, die sich sonst nicht treffen konnten, die in also in der Bundesrepublik lebenden nicht einreisen durften in die DDR. Und wir mussten das ja irgendwie absprechen, wann und wo wir uns treffen. Und das lief ja über das Telefon. Und da war das schon so, dass wir vor diesem Treffpunkt sind, ist die Staatssicherheit nicht zu mir gekommen, sondern zu meiner Mutter. Und die haben sie gefragt, wie soll das verhindern, dass wir da hinfahren, ich und meine Schwester. Und da weiß ich, also kann ich mich erinnern, dass wir in dem Zug nach Karlsbad, hinter Dresden oder so, dass wir da ständig kontrolliert worden sind und dass da irgendwie, dass da jemand dabei war. Und selbst in dem Hotel in Karlsbad, das irgendwie kamen wir uns ständig unter Beobachtung vor. Das war dann auch so. Man hat sich schon so gefühlt. Man ist sich ja schon in diesem ganzen ja, DDR-Alltag, man hat es gewusst, ach, man wurde beobachtet, auch der ist vielleicht bei der Stasi, der sieht so aus. So, der sieht halt so eine komische Tasche oder der hat diesen Anzug und so. Und mein Freund damals, der war ja auch irgendwie unter, ja, den hatten sie als IM irgendwie rumgekriegt, schon in frühesten der Jugend. Und die hatten ja immer irgendwie ihre, und ich hatte so ein Bild mir aufgebaut, wie jemand von der Stasi aussehen musste. Und als dann meine Akte bekam, war auch einer dabei, der wirklich auch so, der war dann wirklich auch dabei, wo so, der ist so, so seltsam, der passte nicht zu unserem jugendlichen Bild oder so und der war es dann auch. Oder eben, aber die hatten eben auch andere gehabt, die hatten Punks gehabt, die hatten Musiker gehabt, die haben eigentlich jemanden aus unserer nächsten Szene gehabt, so. Aus unserem nächsten Umkreis.